Was für eine Woche geht da jetzt gerade zu Ende? Das ist die erste echte Woche im Jahr, die erste volle Woche auf der einen Seite, die erste Woche, wo auch schrittweise zumindest mal die Institutionellen zurückgekommen sind zum Markt und die erste Woche, die zumindest mal mit dem aktuellen Blick nicht besonders positiv enden wird, denn der Markt beschleunigt sich gerade nach unten. Sicherlich ein nicht zu vernachlässigender Grund, zumindest mal wenn man fundamentale Gründe sucht, dürften in den Arbeitsmarktdaten liegen, denn die sind heute rausgekommen, immer am ersten Freitag im Monat. Es gibt ein paar Ausnahmen, nämlich wenn der erste Freitag feiertagsbedingt irgendwie komisch ganz am Anfang liegt. Mehr oder weniger, das war in diesem Fall so. Also deshalb am 10.01. nicht wundern, warum nicht letzte Woche. Die Non-Farm Payrolls, die sind negativ aufgefallen. Wir hatten es vorher 256.000. Erwartet wurde sogar schon eine Abschwächung mit 164.000, aber das Ganze wurde sogar noch getoppt, also nochmal unterschritten, muss man ja eigentlich sagen, 145.000, also deutlich schlechter. Die Arbeitslosenquote an sich ist unverändert geblieben, das hat sich nicht geändert. Aber trotz alledem, das ist doch für den einen oder anderen offensichtlich zu schlecht gewesen, um wirklich da mit Freude ranzugehen. Und dementsprechend, wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal angucken hier auf dem Chart, dann sehen wir, dass wir aktuell ziemlich zügig auf dem Weg nach unten sind. Ist das schon schlimm? Ist das schon tragisch? Ist das schon etwas, wo wir sagen müssen, oh, sehr gefährlich? Wir werden es sehen. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir mal so im Stundenchart beispielsweise gucken, wir hatten das Wochentief sehr, sehr zügig verlassen und anschließend bis jetzt quasi ohne deutlichen Rücksetzer hier einen Anstieg hingezaubert. Demnach alleine wären Rücksetzer unter 28.700 lächerlich normal. Auch 28.500 wäre nichts, wo die Welt sich besonders aufregen müsste. Wir hätten immer noch die Chancen, dass da das ein ganz normales, typisches Rücksetzerniveau eben ist. Aber es ist ja nicht nur das. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch seit dem Sommer einen deutlichen Anstieg hatten. Also nicht nur hier so diesen allerletzten Schwung nach oben. Wir hatten hier im Dezember einen Schwung nach oben. Also wir haben viele Gründe, warum ein Rücksetzer jetzt endlich mal fällig wäre. Also ich mache mal nur ein Beispiel jetzt auf dieses Tief hier gerechnet mal. Dann wären auch unter 27.500. Ich sage mal, 27.000 selbst wäre immer noch nicht wirklich Drama. Es könnte dann immer noch eine reine Korrektur sein, wobei ich sagen muss, das ist vielleicht gar nicht so gut gesagt, was ich gerade sage, denn ich würde idealerweise sehen wollen, dass wir dieses Tief nicht mehr erreichen, also 27.360 in etwa. Viel tiefer sollten wir idealerweise nicht gehen. Dann sind wir nämlich im großen Bild zumindest mal weitestgehend überlappungsfrei und hätten damit den einen oder anderen noch glücklich gemacht, der sagt, bullisch, mag ich, Schub in die eine Richtung und unkorrigiert. Und also unüberlappend, muss man sagen, ohne dass da große Kursüberschneidungen sind. Und das hätten wir eben hier gesehen. Also nochmal zusammengefasst, ich sage mal 27.400, das wäre noch so ein Niveau, wo man sagen kann, hey, das ist noch völlig in Ordnung, auch wenn das viele jetzt sagen, 500 Punkte fände ich total unsexy. Das muss und sollte idealerweise nicht jetzt vorm Wochenende noch passieren, ganz so dramatisch schnell idealerweise eben nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, Korrekturen sind eben Bestandteil eines normalen Marktverhaltens. Und wenn das uns die nächsten Tage in irgendeiner Form hier mal runterbringt, es muss ja nicht ganz so weit sein, wie ich es hier gezeichnet habe, wäre das überhaupt gar kein Drama. So, die Einleitung dafür, die sehen wir aktuell. Insofern auch die Geschwindigkeit, die wir jetzt hier haben im kurzfristigen Chart, die doch davon zeugt im Prinzip, dass die Abwärtsseite zumindest mal vorläufig jetzt geliebt wird und manch einer da doch die Gewinne mitnehmen möchte, die er vielleicht dann noch erzielt hat in den letzten Tagen. Das soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eben alles noch in einem relativ kleinen und überschaubaren Rahmen stattfindet, dass es alles noch nicht wirklich dramamäßig ist. Und insofern sollten wir da keine Panik schieben. Nichtsdestotrotz, für all diejenigen, die heute noch mal ein bisschen an den Markt ran wollen, aus meiner Sicht ist die Abwärtsseite die schickere, klar, also wenn man sowas sieht. Hinweis nochmal, schöne wackelige Bewegungen nach oben würden eben uns sofort wieder eine Idee geben, wie wir hier in den Shortmarkt reinkommen können. Und das theoretisch auf jeder Zeitebene, idealerweise natürlich, weil wir sowas übers Wochenende nicht so gerne halten in den kurzfristigen Märkten. Auch kein Short in solchen Fällen. Denn wir dürfen nicht vergessen, zu häufig in den letzten Wochen, Monaten kann man sogar sagen, waren Rücksetzer, selbst wenn sie mal scharf waren, letztlich relativ schnell wieder konterkariert worden. Das heißt, die Bullen waren ganz schnell wieder da. Ich habe es immer mal wieder angebracht, wo ich gesagt habe, guckt es euch an, da sind die Bullen wieder zurück. The Bulls are back in town. Das klappt nämlich ruckzuck hier. Das hatten wir vor
am Anfang dieser Woche nämlich noch gesehen. Und anschließend waren die Bullen wieder da. Das heißt, im Moment ist der Verkäuferdruck nicht nachhaltig genug gewesen. Und es ist damit zu rechnen, dass es auch jetzt möglicherweise noch nicht so wirklich nachhaltig ist. Also wir können davon ausgehen, dass auch jetzt solche Rücksetzer wieder nochmal weggesteckt werden, weil eigentlich jeder immer noch auf dem Bullenmodus ist und davon ausgeht, Mensch, es muss doch eigentlich weiter steigen. Ob das gerechtfertigt ist, spielt keine Rolle. Ob das Nachrichten geben kann aus dem Iran oder respektive dem Irak oder sonst irgendwoher oder jetzt so langsam, aber sicher in der nächsten Woche, nämlich beispielsweise, kommt dann ja auch das Handelsgespräch China gegen Amerika wieder auf den Tisch. Es gibt viele gute Gründe, warum es blöde Nachrichten geben kann, aber keiner will sie so recht, keiner traut sich so recht. Also insofern ist die Ausrichtung nach wie vor, selbst wenn wir jetzt nach unten gehen, aus meiner Sicht grundsätzlich gesprochen positiv. Aktuell wäre es allerdings sofort vermessen, jetzt dann zu sagen, oder gehe ich jetzt einfach massiv long, sagte er, und der Markt kommt wieder nach oben. Deshalb ist es ganz wichtig, nicht nur einfach zu gucken, okay, was ist die vorherrschende Richtung, sondern auch, was die Gegenseite macht. Ich betone das immer wieder. Ich weiß, es ist schon so ein bisschen langweilig, was ich da erzähle. Sobald eine Seite scharf ist und die andere auch scharf ist, konterkariert sich oder gleicht sich das aus, so muss man sagen. Dann sind auf einmal die starken Verkäufe durch die starken Käufe wieder ausgeglichen und die Stimmung ist sozusagen wieder neutral. Das mal so für den Hinterkopf. Und dann muss man wieder in die andere Richtung gucken. Das heißt, egal was ich jetzt im Video ankündige, bitte live selber drauf gucken auf den heimatlichen Chart, in welche Richtung gerade die starke und in welche Richtung die schwache Seite ist. Also hier sehen wir, schwach ist im Moment beides nicht, denn wir hatten ja hier beides relativ stark in diesem Fall. Das ist bei den anderen Märkten grundsätzlich nicht anders, also der Nasdaq ebenfalls so. Der DAX an sich, gucken wir hier auf den Index, der ist relativ verhalten, was das angeht. Da sehen wir, dass wir nicht so den Effekt hatten, dass der Markt hier so sehr unter Druck gekommen ist durch die Arbeitsmarktdaten. Wir sind also da eher noch positiv unterwegs, sind allerdings noch unter dieser schwarzen Linie, die das Allzeithoch markiert. Wie viel haben wir noch? Heute nicht mehr lang genug. Ich fürchte, das wird wohl nichts mehr mit der Allzeithoch vor dem Wochenende. Mal gucken, ob es denn nach dem Wochenende was wird. Es spricht einiges dafür, dass das zumindest nochmal gesehen wird. Aber nochmal der Hinweis, wir sind dann immer noch relativ fett in einer Widerstandszone und müssen damit rechnen, dass dann auch mal Rücksetzer passieren. Auch da gilt, nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, wenn der Markt nach unten kommt. Es können ganz einfache, normale Rücksetzer sein, die man ja auch hier oben im Tageschart immer wieder sieht, wo man nachher sagt, haha, das war doch alles gar nichts. Also nicht sofort in Panik und in Rage da geraten. Beim Goldkurs ist es im Moment genau umgekehrt. Da sind wir ziemlich tapfer auf dem Weg nach unten. Und man sieht jetzt hier so ein bisschen die Zeichnung. Wir suchen, also wir jetzt für uns sind heute auf der Suche, dass der Markt da nochmal nach oben kommt. Ob das jetzt heute noch relevant ist, ich bezweifle das, denn wir werden heute typischerweise dann nicht mehr ganz so aktiv werden, insbesondere wenn das ja noch eine Weile dauern wird, bis der Markt da hochkommt. Aber wenn er wackelig irgendwie solche Ambitionen hat, mindestens die 38er sieht, dann würden wir auch nochmal wagen, die Short-Seite zu spielen. Im Moment jetzt Short zu gehen, ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Man kann das machen, ist ein etwas aggressiverer Ansatz, den wir selber nicht fahren. Also wer möchte, der könnte natürlich sagen, wieso, wir haben doch hier zwei Hochs, das Tief dazwischen ist doch, sagt er doch auch immer, kann man machen. Problem, man kann nicht gut quantifizieren, wie weit dann typischerweise zumindest mal die Marktbewegung nach unten in diesem Fall dann sich fortsetzen. Aber auf der anderen Seite ausprobieren geht natürlich immer. So, in diesem Sinne, für mehr reicht die Zeit eigentlich nicht mehr. Deshalb will ich an dieser Stelle abgeben. Wer Spaß noch an mehr hat, der guckt sich natürlich gerne den Trade des Tages an oder guckt sich Trade to Go an. Das ist vielleicht nochmal etwas, was ein Blick wert ist, wo wir immer wieder auch Nachrichten dann eben verschicken über WhatsApp und Co. Telegram, wer also möchte, hat da auch immer noch mal so einen kleinen Draht zu den Märkten mit uns, je nachdem, was der Markt natürlich bietet. In diesem Sinne sage ich allen ein wunderschönes Wochenende vorher, nochmal viel Erfolg an den Märkten und drücke die Daumen, dass sie auf der Gewinnerseite sind.